Hallo James. Hallo Bond. Wussten Sie, dass es möglich ist, eine Serviceanforderung im Kodak-Portal zu öffnen? Gehen Sie zu partnerplace.kodak.com und ich zeige Ihnen, wie dieses funktioniert. Haben Sie schon ein Konto? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kein Problem. Wir können es in wenigen Minuten eröffnen. Lassen Sie uns dieses zusammen tun. Aber James, brauche ich jetzt Englisch zu lernen, um PartnerPlace zu benutzen? Natürlich nicht. Dies ist nur ein Beispiel. Das System wird Ihnen alles zeigen in der Sprache, die Sie vorher ausgewählt haben. Okay, machen wir weiter so. Ja klar, klicken Sie einfach auf der Seite unten auf Open an Account und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Weiter geht's auf der nächsten Seite. Hier geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Firmendaten ein. Vergessen Sie nicht, die Sprache, die Sie benutzen möchten, auszuwählen. Und füllen Sie alle Felder mit einem roten Sternchen aus. Was muss ich hier eintragen? Wählen Sie Customer, außer Sie sind ein Kodak-Händler oder Kodak-Verteiler, und den Titel, der am besten zu Ihrer Tätigkeit passt. Falls Sie zweifeln, wählen Sie einfach etwas aus und fügen Sie eine Notiz dazu, um es zu erläutern. Drücken Sie Confirm Details und das war's. Und jetzt kann ich also eine Serviceanfrage öffnen, indem ich mich bei partnerplace.kodak.com anmelde. Innerhalb von ein paar Tagen bekommen Sie Ihr Konto und los geht's. Kann ich das Konto nicht sofort benutzen? Leider nicht, da Ihr Konto zuerst geprüft und freigegeben werden muss und Ihre Geräteliste ebenfalls geladen werden muss, damit Sie eine Serviceanforderung auf dem betreffenden Gerät öffnen können. Aber keine Sorge, dies ist eine einmalige Prozedur. Danke, Bond. Das war genauso sensationell wie mein neuestes Abenteuer in Russland. Ich kann es kaum erwarten, es zu benutzen.